Die Virusgrippe ist eine der häufigsten Erkrankungen der Atemwege und überträgt sich sehr schnell. Kleine Tröpfchenmengen, die beim Niesen, Husten und Sprechen entstehen, reichen für eine Ansteckung aus. Im Gegensatz zur banalen Erkältung, die nach wenigen Tagen verschwindet, bleibt die Virusgrippe länger haften. Schätzungen zeigen, dass jährlich 8.000 bis 10.000 Menschen an den Folgen der Grippe in Deutschland sterben. Eine Erkrankung zeigt sich durch plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Unwohlsein, starke Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost, trockenen Husten und Schweißausbrüche. Befürchtet werden lebensbedrohliche Komplikationen wie Lungenentzündungen und Entzündungen des Herzens. Ein Grund mehr, die echte Grippe nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe einmal eine Grippe gehabt, die erste in meinem ganzen Leben. Da bin ich bald dran gestorben und ich werde immer impfen gehen. Ich habe seitdem keine Grippe mehr gehabt. Ich werde immer gehen. Das hilft mir. Und wenn ich das nicht hätte, ich hätte keine Ruhe. Ich frage jeden, wenn sie Schnupfen und Husten haben, warst du impfen? Nee. Ich sage, naja, das nächste Mal wirst du gehen. Es ist so. Das ist guter Schutz, das Impfen. Was andere Leute so erzählen, was man so nebenbei kriegt, das glaube ich. Wir gehen jedes Jahr. Beide. Jedes Jahr zur Grippeschutzimpfung. Ich bin der Meinung, dass das wichtig ist und gut. Wir haben schon anderes erlebt. Und deshalb gibt es keine Diskussion, bei uns jedenfalls nicht. Nur, dass manchmal das, was uns nicht so richtig gefällt, manchmal der Impfstoff nicht da ist. Aber jetzt soll er ja da sein. Nur werden wir sehen. Wir haben erst einen Termin, einen späteren. Eigentlich nicht, weil sie immer nur ein gewisses Spektrum abdeckt und den anderen nicht. Und zufällig kriegt man mal genau die andere, für die man nicht geimpft ist. Ich finde das nicht sinnlos. Ich war schon Grippeschutzimpfen und ich war die ganzen Jahre. Ich habe im Handel gearbeitet, hatte viel mit Leuten und mit Geld zu tun. Und da finde ich das immer nicht schlecht, gerade wenn man vielleicht auch ein geschwächtes Immunsystem hat oder in ein gewisses Alter kommt, so wie ich, dann finde ich das schon okay. Und das bezahlt auch die Krankenkasse. Und warum soll man das dann nicht nutzen? Das ist meine Meinung. Sehr sinnvoll finde ich das. Ich lasse mich jedes Jahr impfen. Ja. Immer. Weil ich immungeschwächt bin. Und da ist das für mich günstig. Ich finde es sinnvoll. Ich gehe auch jedes Jahr, zumal ich mal Asthma hatte. Als Schutz. Ja. Ich finde es sehr sinnvoll und ich lasse mich persönlich auch jährlich impfen. Ich finde sie sehr sinnvoll. Ich gehe ja jedes Jahr mich impfen lassen. Das muss sein in meinem Alter. Also ich persönlich lasse das nicht machen, Grippeschutzimpfung, weil, ich weiß nicht, im Gegenteil, wenn man sich geimpft hat, wird man erst richtig krank. Sonst, also mein Mann, der schwört drauf, aber ich war noch nie Grippeschutzimpfung, ich möchte das auch nicht. Eine Impfung, egal ob zu den Impfsprechstunden im Gesundheitsamt oder beim Hausarzt, dauert wenige Sekunden. Eine Grippe 3 Wochen. Grippegefährdete sind übrigens insbesondere ältere Menschen und solche, die chronische Lungen-, Herz-Kreislauf-, Nierenerkrankungen oder Diabetes haben. Dem Risiko einer Ansteckung sind insbesondere auch Personen in Berufsgruppen ausgesetzt, die häufig Kontakt zu anderen Menschen haben, zum Beispiel Menschen im Gesundheitswesen, in der Pflege, Bankangestellte, Lehrer, Busfahrer und viele andere mehr. Da sich die Grippeviren ständig verändern, werden die Impfstoffe deshalb jedes Jahr auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation neu angepasst. Die heutigen Grippeimpfstoffe sind bewährt und sehr gut verträglich. Lokale Reaktionen wie Schmerz, Rötungen und Schwellungen rund um die Einstichstelle sind die häufigsten Nebenwirkungen von Impfungen, sie klingen aber meist sehr rasch ab. 14 Tage nach der Impfung setzt der Impfschutz ein. Wer sich den kleinen Pieks zum Grippeschutz geben lassen möchte, sollte einen Impfpass nicht vergessen. Übrigens ist der Termin im Gesundheitsamt oder beim Hausarzt auch geeignet, den Impfpass zu kontrollieren und auf eventuelle Lücken aufmerksam zu machen.
Die nächste Auftakt-Impfsprechstunde des Gesundheitsamtes findet am 29. Oktober 2019 in Kamen statt. Das Angebot kann von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr genutzt werden.